Auch Paul Gascoigne züngelte nur kurz aus dem Fenster heraus. Interviews gibt er nicht, das heißt nur einer bestimmten Zeitung. Exklusivvertrag. Andere behaupten, Gascoigne befolge den Rat, nicht zu sprechen, weil dies für ihn nur zum Nachteil werden könne. Auch wenn er noch so ein schlichtes Gemüt haben sollte, die Fans lieben ihn. Paul, der Junge aus Newcastle, ist einer von ihnen. Bei dieser WM hat Gascoigne dreimal entscheidende Vorlagen gegeben. Beim 1:0 über Ägypten, Wright köpfte ein. Im Achtelfinale gegen Belgien, Tor durch Plätt. Und zuletzt gegen Kamerun. Gascoigne schaute nach rechts, nach links, passte dann in den Lauf von Lineker. Der wurde gefoult, es gab den Elfmeter, der zum Sieg führte. Paul in Richtung Robson, schaut her, wie habe ich das gemacht? Hä? Ich spreche nicht, ich spreche nie, sagte er mir nach dem Spiel, einmal mehr ein Interview abweisend. Aber wir wissen so wenig über dich und wir möchten ganz einfach etwas erfahren. Erzähl doch etwas von dir. Ich spreche nie, aber warum nicht? Weil ich immer von der Presse geschlachtet worden bin. Aber wir sind fair. Antwort, so siehst du mir nicht aus. You look quite dark to me. No problem. Sorry, no problem. Bye-bye. Tja, ja, der Paul. In Bildern, die wir von ITV erhielten, macht er ständig Faxen, ob beim Training oder im Hotel. Die Ansichtskarten von Reservespieler Dorigo wirft er einfach fort. Und auch bei der Nationalhymne ist nur unschwer zu erkennen, wo Paul steht. Schließlich gab es noch von Waddle einen Geburtstag. Oh, Paul liebt Schokolade. Okay,